Wasserkraft gilt weltweit als die wichtigste erneuerbare Energiequelle. Heute stammt in Österreich mehr als die Hälfte der erzeugten elektrischen Energie aus Wasserkraft. Einst war aber Pioniergeist und viel Fortschrittsglaube nötig, um in die damals neue Technologie zu investieren. Diese Generatorenhalle war das Herzstück des Kraftwerks in der Zeit von 1898, seit Beginn der Produktion bis zum Jahre 2004, als die Turbinen abgestellt wurden, um den Neubau des Wasserkraftwerks Kemmelbach zu ermöglichen. Wir haben also 2005 das neue Wasserkraftwerk eröffnet, das doch erheblich moderner ist und die fast fünffache Leistung erbringt, und haben uns ein bisschen rückbesonnen auf die Geschichte und haben begonnen, hier ein Strommuseum zu errichten, das also die wechselvolle Geschichte des E-Werks Wüster und der gesamten E-Wirtschaft dokumentieren soll. Im Jahr 1897 stellt Bernhard Wüster ein Ansuchen zur Errichtung einer Kraftübertragungsanlage zum Zwecke der Erzeugung von Elektrizität. Schon ein Jahr später, 1898, wird das Kraftwerk fertiggestellt. Zum Aufstau des Ipsflusses dient ein altes Mühlenholzwehr. Von dort fließt das Wasser 1,9 Kilometer entlang eines händisch gegrabenen Kanals zum neuen E-Werk. Das Kraftwerk wurde zunächst für Eigennutzung gebaut, aber man hat begonnen, Licht in die Häuser einzuleiten, eine öffentliche Straßenbeleuchtung zu initiieren in Zusammenarbeit mit der Gemeinde, und hat damit die erste öffentliche Stromversorgung begonnen. Das E-Werk Wüster ist damit das erste Drehstrom-Wasserkraftwerk mit öffentlicher Stromversorgung in Österreich. Die Stromversorgung der Stadtgemeinde Ips erfolgt zur Zufriedenheit aller und ermöglicht 1904 den Bau einer elektrischen Straßenbahn. Die Bahn verkehrt zwischen Ips und dem Bahnhof Kemmelbach. Mit einer eigenen Straßenbahn zählt Ips nun zu einer der fortschrittlichsten Gemeinden Österreichs. 1928 übernimmt Ingenieur Roland Wüster, der Sohn des Gründers Bernhard, die Leitung des E-Werks. Er modernisiert das Kraftwerk und erreicht eine Steigerung der Gesamtleistung. Die Anzahl der Stromkunden wächst rasch an. Ingenieur Wüster kann das Stromversorgungsgebiet immer weiter ausdehnen und geht einen Verbundbetrieb mit den Stadtwerken Amstetten ein. 1938 beginnt mit dem Einmarsch der deutschen Truppen eine schwierige Zeit für das E-Werk. An die Erzählungen über das Jahr 1938 kann ich mich besser erinnern, weil das natürlich bereits meinen Vater Dietrich Wüster betroffen hat. Er musste 1939 einrücken, und so musste also mein Großvater den Betrieb allein schaukeln. Und es haben dann natürlich auch die Probleme begonnen, dass also alles der Rüstungsproduktion untergeordnet wurde. Ich kann mich an Erzählungen erinnern, dass also während des Krieges die Leitungsreparaturen nicht durchgeführt werden konnten, weil also entweder das Aluminium oder in erster Linie Kupfer nicht vorhanden war. Ganz im Gegenteil, wurden sogar Leitungen abgetragen, weil also die Rüstung Vorrang hatte. Mit Ende des Krieges ist ja nicht nur materiell viel zusammengebrochen, sondern man hat in Österreich auch nicht mehr geglaubt, dass
die Stromversorgung vom Privaten zu bewerkstelligen wäre, aber in unserer Familie hat niemand an eine Aufgabe gedacht. Noch schwerer wurden die Zeiten dann durch die Verstaatlichung. Im März 1947 wird das Bundesgesetz für die Verstaatlichung der Elektrizitätswirtschaft beschlossen. Die Probleme beim Wiederaufbau und die Bedrohung durch die Besatzungsmächte veranlassen den österreichischen Staat, in die Wirtschaft einzugreifen. Ingenieur Roland Wüster kann sich nicht dagegen widersetzen und muss fast zwei Drittel seines Versorgungsgebietes an die Landesgesellschaft NEWAG abtreten. Im Wesentlichen war man gar nicht interessiert, die kleinen Elektrizitätswerke wieder aufzubauen, wenn man an kleine Einheiten damals nicht mehr gedacht hat. Man hat den privaten Firmen nicht zugetraut, dass sie einen wesentlichen Beitrag zur österreichischen Elektrizitätswirtschaft leisten können. Dieser Gedanke ist viel später wiedergekommen. Und bis heute bedauere ich zutiefst, dass wir diese Gebiete verloren haben, weil man mit einem bestimmten Stammpersonal das etwas größere Versorgungsgebiet auch führen hätte können. . 1956 übernimmt Dr. Dietrich Wüster, der Sohn von Ingenieur Roland Wüster, die Firmenleitung. Im selben Jahr führt ein starkes Hochwasser zum Bruch der Wehranlage. Es war eine totale Katastrophe, die zusammenfiel mit dem Tod meines Großvaters. Und ich kann mich erinnern, dass mein Vater schweißüberströmt an der Bettkante gesessen ist, weil er sich schon im Schulturm gesehen hat und nicht zu hoffen gewagt hat, dass er die Firma weiterführen kann. Unsere Familie hat nie den Glauben verloren, dass wir die Firma retten und aufrechterhalten können. Und auch die Mitarbeiter waren eine große Hilfe in dieser schweren Zeit. Und schließlich hat sich eine langfristige Finanzierung gefunden, um den Wehrbruch reparieren zu können und das Wehr schließlich neu bauen zu können. Die neue Wehranlage besitzt zwei 27 Meter lange und 3 Meter hohe Fischbauchklappen und geht am 1. Juni 1960 in Betrieb. Im Jahr 1977 übernimmt Dr. Peter Wüster, der Urenkel des Gründers und derzeitige Firmeninhaber, die Leitung des Unternehmens. Ich bin mit 10 Jahren nach Wien gekommen, weil ich dort das Gymnasium absolvieren wollte. Und in dieser Zeit ist natürlich der Kontakt zur Familie auf die Wochenenden beschränkt geblieben. Und an diesen Wochenenden haben wir nicht nur über den Betrieb gesprochen, und meine Eltern haben das auch glücklicherweise vermieden, nur über die Sorgen zu sprechen. Anschließend habe ich dann ein Studium an der Wirtschaftsuniversität absolviert und nach meiner Promotion noch die Meisterprüfung für Elektrotechnik gemacht. Und da war es von der Ausbildung und auch vom Interesse schon klar, dass ich den Betrieb fortführen werde. In der Zeit habe ich dann auch meine Frau kennengelernt und dazu gibt es eine lustige Anekdote. Nach mehreren Treffen hat sie mich gefragt, was ich beruflich mache und ich habe ihr erzählt, dass ich ein privates E-Werk mit Versorgungsnetz leite und das hat sie sehr interessiert und viel, viel später hat sie mir erzählt, dass sie das einer Freundin erzählt hätte, die dann geantwortet hat: Lass von diesem Kerl sofort die Finger, das ist ein reiner Angeber, sowas gibt es in Österreich nicht. Sie hat es mir aber dann erst wirklich erzählt, da war schon geplant, dass wir heiraten und inzwischen haben wir 3 Kinder und auch die interessieren sich wieder für den Betrieb. 1978 verlegt der neue Firmenchef das E-Werksbüro vom bisherigen Standort im Stadtzentrum auf das Kraftwerksgelände in der Unterauer Straße. Der gesamte kaufmännische Bereich wird auf ein modernes EDV-System umgestellt.
Um die Versorgungssicherheit der Stromkunden zu verbessern, legt die Firma Wüster einen 20 kV Kabelring um Ips. Die Stadt kann nun im Fall einer Störung von zwei Seiten angespeist werden. . 1998 feiert das E-Werk Wüster sein 100-jähriges Bestehen. Ein Höhepunkt dieser Veranstaltung war, dass die drei Kinder den Text vorgelesen haben, der 100 Jahre vorher, knapp nach der Eröffnung des Wasserkraftwerks im Jahr 1898, im Erlauftaler Boden erschienen ist. Und in diesem Text kommt vor, dass dieses neu erbaute Wasserkraftwerk eines der größten der Monarchie ist im Jahre 1898. Erstaunlich daran ist nicht nur, dass sich die Größenverhältnisse inzwischen erheblich geändert haben, sondern auch, dass es möglich war, einen Betrieb trotz wechselvoller Geschichte und veränderter politischer Rahmenbedingungen über 100 Jahre in der Familie zu behalten, wobei die fünfte Generation schon in den Startlöchern steht. Im Jahr 2004 entscheiden sich Dr. Peter Wüster und sein Team für einen kompletten Neubau des Kraftwerks. Das alte Kraftwerk aus dem Jahr 1898 ist inzwischen an seine Grenzen gestoßen und eine Sanierung erscheint nicht mehr zweckmäßig. Die mehr als 14-monatige Bauzeit verläuft allerdings nicht ganz reibungslos. Im Bereich der Baugrube werden mehrmals scharfe Fliegerbomben aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges gefunden. Aus Sicherheitsgründen wird der Bau vorübergehend eingestellt und die nahegelegenen Hauptverkehrswege werden gesperrt. Während der Bauzeit treten zudem insgesamt 7 Hochwässer auf. Das Schlimmste zu Ostern 2005 verursacht enorme Schäden. Circa 4 Wochen vor Beginn des Probebetriebs drang das Hochwasser in das Krafthaus ein und zerstörte die bereits fertiggestellte Schaltwarte. Die Situation war insofern dramatisch, als zahlreiche Feuerwehren im Einsatz waren und man versucht hat, die Spundwand derartig abzusichern, dass also die Baugrube heil bliebe. Das ist aber nicht gelungen, weil das Wasser so dramatisch gestiegen ist und man aus Sicherheitsgründen die Feuerwehr abziehen musste. Die Schaltwarte wurde zum Sondermüll und es musste alles wieder neu gebaut werden, was eine Bauzeitverzögerung von circa einem halben Jahr bedeutete. Der damals entstandene Schaden geht sicherlich in die Euro-Millionen-Höhe. Trotz aller Schwierigkeiten kann Anfang 2006 der Vollbetrieb des neuen Kraftwerks aufgenommen werden. Das hochmoderne E-Werk hat mit 3 Megawatt die fünffache Leistung des alten Wasserkraftwerks. Die Investition von 11 Millionen Euro für den Neubau stärkt die Wirtschaftskraft der ganzen Region. Das neue Wasserkraftwerk bedeutet auch eine enorme Verbesserung der ökologischen Situation. Die Energieerzeugung findet jetzt direkt am Wehr statt. Es ist keine Ausleitung mehr nötig, somit bleibt das gesamte Wasser der Ips im Flussbett. In die neue Fischaufstiegshilfe hat das E-Werk Wüster rund 250.000 Euro investiert. Sie gehört zu den größten und modernsten Fischaufstiegshilfen Österreichs. Bisher wurde beim Bau von Wasserkraftwerken die Errichtung von Fischaufstiegshilfen eher vernachlässigt. Heute ist das Stand der Technik und man will damit erreichen, dass die Fischpopulationen vom Unterlauf bzw. von der Donau auch in den Oberlauf der Ips gelangen können. Wenn man nicht weiß, dass es eine Fischaufstiegshilfe ist, könnte man es für einen ganz natürlichen Bach halten. Es waren viele Ökologen daran beteiligt, dass jeder Stein richtig liegt und dass das ganz naturnah aussieht.
Wie seine Vorfahren beweist auch Dr. Peter Wüster Pioniergeist. Gemeinsam mit seinem Team hat er im Versorgungsgebiet des E-Werks bereits 2 Stromtankstellen für ein- und mehrspurige Fahrzeuge verwirklicht. Derzeit gibt es in Niederösterreich mehr Ladestellen als Elektrofahrzeuge, aber ich bin überzeugt, dass sich das in nächster Zeit ändern wird und dass die Anzahl der Elektrofahrzeuge, Elektroautos, stetig steigen wird. Wir haben den ersten Schritt dazu getan und die entsprechenden Ladestellen dazu errichtet. Die Stromtankstellen an der Donaulände und am Hauptplatz werden sehr gut angenommen. In den nächsten Jahren sollen noch weitere folgen. Dr. Peter Wüster und sein Team setzen ganz auf die Nutzung erneuerbarer Energien. Die Firma Wüster plant nicht nur weitere Investitionen im Bereich der Wasserkraft, sondern möchte auch in die Nutzung von Photovoltaik und Windenergie investieren. Bei allen Investitionen in die Stromerzeugung legen wir größten Wert auf Nachhaltigkeit, damit die Natur auch für kommende Generationen unversehrt erhalten bleibt.